Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Legend of Mana. Heute machen wir mit einer Quest weiter, die wir vor Urzeiten, vor 20 Jahren gefühlt, angefangen haben. Und zwar die Quest der sieben Weisen. Und dafür müssen wir Bud mitnehmen. Hey, warum machen wir uns nicht auf die Suche nach den Weisen? Richtig. Jetzt können wir auch nämlich auch alle besuchen. Vorher konnten wir das nicht. Das wollte ich hören. Vorher konnten wir nicht alle besuchen. Daran hat es gemangelt. Ich habe übrigens was ausgerüstet. Kann ich euch mal zeigen. Und zwar bei Techniken. Einmal die Knochentrommel, die wir immer hergestellt haben, ne, mit voriger Explosion. Da wollte ich mal ein bisschen ausprobieren. Und die aufgehende Sonne. Die haben wir, glaube ich, irgendwann auch zwischenzeitlich gelernt. Bin ja wieder sehr gespannt, wie das aussieht. Und ja. In diesem Part werden wir auch ein bisschen rumkommen, was weltentechnisch angeht. Das heißt, wir werden nicht in einer Welt rumlaufen, sondern in mehreren. Aber vor allem fangen wir jetzt erstmal mit der Lur- und Landstraße an und treffen unseren ersten Weisen. Mittlerweile haben wir alle Weisen schon gesehen. Aber Bud will die auch mal sehen. Und dementsprechend müssen wir das machen. So, hey. Boink. Ja. Jetzt müssen wir einfach nur nach rechts, ne? Ich glaube, da war ja Gaia, glaube ich. Gaia ist auch einer der Weisen. Mikoxe-Schlucht. Wieso heißt die Schlucht Mikoxe-Schlucht? So, können wir... Da könnt ihr schon mal zaubern. So, Knochentrommel. Und dann... Passiert irgendwas? Nee, ist nicht so krass, ne? Wir können das jederzeit einsetzen. Wir können jederzeit zaubern. Jederzeit, aber... Ob es irgendwie begrenzt gibt? Ich weiß es nicht. So... So, beschwören wir mal. Feuer. Das ist nicht sonderlich stark, ne? Aber immerhin können wir ja das. Vielleicht ist das ja gegen eine bestimmte Monsterart ja effektiv. Man weiß es nicht. Hey, das ist Gaia. Er schläft. Willkommen, willkommen. Nicht so schüchtern. In Ordnung. Guten Tag, was möchtest du wissen? Ich bin Bud. Ich konnte das lesen, tut mir leid. Ich habe gerade woanders drauf geachtet. Ich komme gerade um die Welt und höre den Weisen. Ich reise um die Welt und höre den Weisen zu, damit ich mal ein großer Zauberer werde. Hallo Bud. Vor langer, langer Zeit lebte ein großer Magier namens Halkirt. Sein Name ist größtenteils vergessen geraten, doch er war in vielerlei Hinsicht viel größer als ich. Danke, Gaia. Du bist immer wieder herzlich willkommen. Ja, das war's. Jetzt müssen wir den Ort hier verlassen. Aber natürlich müssen wir uns durchkämpfen, ne? Ja, das ist halt, wie ich schon gesagt, ich möchte gerne Quests in einem Part auch beenden. Dementsprechend kann das ein bisschen länger dauern, weil wir jetzt durch mehrere Gebiete durch müssen. Und eventuell können die Laufwege ein bisschen länger gehen. Aber das ist das Spiel, ne? Ihr wollt ja wahrscheinlich auch sehen, wie die Laufwege sind, dann mache ich es mit euch. Ich denke, das interessiert euch ja auch, ne? Schade, dass man irgendwie spielt in die QXC-Schlucht. Schade. Die Dinger tropfen übrigens die durchsichtigen Federn. Die sind wichtig. Sammelt die mal bitte. Also falls ihr das Spiel spielt, behaltet die mal bitte. Ihr werdet später sehen, warum. Also es hat was mit viel Geld zu tun. Mit viel, viel Geld. Da, durchsichtige Feder. Behaltet die bloß. So, Bud macht sie auch nützlich. So. Will dir aber gerne hier wieder raus, ne? Komplett weg hier. Ja. Depp, 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 depp.
So, weg. Ne, keine Feder. Schade, schade. Ach komm. Aufgehende Sonne. Boom. Boom. Oh, nice. Hat sich ja gelohnt, ne? Alter, wie groß ist denn dieses Gebiet hier? War das schon vorher so groß? Wenn es weitergeht, dann geht der Part eine halbe Stunde lang, bis wir alle Waisen alle Waisen besucht haben. Gut, wir sind hier. Hier sind wir schon mal raus. Gut, als nächstes geht es. Oh Gott. Wieder da lang. Das ist wieder mega weit. Oh, wir müssen zum Kilmarsee. Ja. Das ist ein bisschen wieder der Weg. Wir müssen zu dieser Schildkröte. Das ist auch ein Weiser. Ha, herrlich, oder? Ich könnte ja die Monster ausschalten, aber wie schon gesagt, das mache ich eigentlich ziemlich ungern. Es sei denn, es fängt an zu nerven, weil ich jedes Mal wieder und wieder die Wege laufen muss. Und das wird irgendwann, dann wird zu viel. Dann ist es zu viel. Aber so einmalig geht das ja. Einmal hin und zurück ist völlig okay. Na, ja. Dum, dum, dum. Ich mag die Musik hier irgendwie. So, Bud, was ist los mit dir? Die Musik hier erinnert mich so ein bisschen an Rune Factory 4 Special. Ich weiß nicht warum. Ich habe es ja Let's Played vor über einem Jahr. Oder vor einem Jahr oder so circa. Und, ne, über ein Jahr schon mittlerweile. Und erinnert mich immer noch hart dran, ne? Die Musik hier gerade. Kuriositätenfleisch. Mhm. Lecker, lecker, lecker. Ein Monster-Ei. Das möchte ich eigentlich nicht haben. Dann gehe ich hier lang. Machen wir mal Zauber. Er bringt halt irgendwie gar nichts. Das ist so schwach. Hallo? Ha. Ah, durchsichtige Feder. Sehr schön. Ey, komm. Wie viel von diesen kommen denn hier noch? Sehr gut. Ach, die Gegner, also die Elementargeister werden nur durch Instrumente beschworen oder wie das verstehen. Scheinbar. Also hat das relativ wenig mit der eigenen Magiekraft zu tun, sondern eher mit Instrumenten nur. Sag mal, der Weg ist der Schildkröte, aber auch mega weit. Ja. Ach komm. Kleiner Samen, super. Ey, wie viele Gegner gibt's denn hier? Unfassbar, oder? Dim, dim, dim. Gut, dann müssen wir gleich da sein. Ja, und hier müsste die Klippe jetzt sein. Ach nee, das steht. Dieses Tier vergesse ich halt jedes Mal, ne? So, brenn einfach. Als ob. Oh, komm. Geh down. Knochen. Jetzt aber Klippe. Ja. Hey, das ist Toto. Ich bin Bud. Ich reise durch die Welt und höre den Weisen zu, damit ich mal ein großer Zauberer werde.
Hallo, mein Junge. Du musst nicht auf die Weisen hören, um ein großer Zauberer zu werden. Das Gras, das Wasser, die Felsen und der Wind hören darauf, was sie zu sagen haben. Danke, Toto. Wenn man nur grübelt, ändert sich nie etwas. Aber positives Denken lässt alles in einem besseren Licht erscheinen. Ist das nicht interessant? Was? Gott, wegen so einem Käse bin ich hierher gelaufen. Gottes Willen. Darf ich wegen so einem Käse halt nochmal durch den ganzen Dungeon hier. Durch den Seegebiet hier. Na gut, das ist halt so, ne? Zurück kann man sie auch nicht porten. Boah. Kann ich hier irgendwie runter und dann ist man draußen? Ach, glaube ich nicht. Nee. Wir müssen uns zurückkämpfen. Ich will auch nicht ständig die Monster aus- und einschalten. Das ist total dämlich. Außerdem gehen die Monster ja schnell besiegen. Sind die Monster ja alle easy. Und man kann Sachen farmen. Dim. Ja, das freut mich sehr. Am besten, ich gehe gleich noch drauf. Da haben wir das auch wenigstens schon abgehakt. Boah. Gott, sind diese Viecher nervtötend. Warte, das ist auch sehr nervig. Also in der Zeit hätte ich den schon längst töten können mit Schlägen. Gut, komm. Hab zu tun. Müssen Sie Weisen noch treffen. Was hier unten lang? Keine Ahnung mehr. Ja, ist gut. Ja, der Zauber halt. Mir egal. Ah, herrlich. Nee. Oh, ist das schön. Das freut mir gerne das Herz auf. Boom. Oh, das hat beide getroffen. Nice. Durchsichtige Feder. Ja, da müssen wir hier oben links, ne? Und dann weiter nach links. Oh. 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 Gut, das ist immer nur eine Dreischläge bedarf. Wenn man denn trifft. Sehr gut. Ja, ist okay. Ja. Oh, wie viele Gegner kommen denn hier bitte? Ja gut, mittlerweile kann ich verstehen, warum Square Enix sich dazu entschlossen hat, den Button da einzufügen, die Gegner auszustellen. Weil das ist das einzige Nervige hier ist. Ja. Und natürlich die Butt erwischt hat, ne? Die leben natürlich noch. Komm, wir haben einiges vor. Ich will nicht mehr. Kann ich jetzt hier schon runter? Ich habe das Gefühl, als wenn ich hier falsch bin. Irgendwie hat das Gefühl. Ja, hier sind wir falsch. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier einmal, als wir reingegangen sind, gegen diese Aubergine gekämpft haben. Oh, ich stelle gleich die Monster aus. Gott, ist das Stress.
Ja, wir sind schon mal 15 Minuten. Ich sollte die Monster ausstellen. Wir haben nur gerade mal zwei Weise besucht. Wir haben 7 Stück vor uns. Oh, vor allen Dingen dann, ne? Ja, ich stelle Monster aus. Das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Also doch hier runter, oder wie? Rudi. Ja, da war doch hier der Weg richtig. Ja, gut. Als nächstes... Gott, wie gesagt, ja, wir sind 15 Minuten, fast 16 Minuten im Part. Also 15:40 sind wir jetzt im Part. Und ich habe nur 2 Weise besucht. So, als nächstes müssen wir in den Dschungel. Und bevor ich die Monster ausgestellt habe. Weil das muss jetzt. Der Weg ist aber ziemlich weit. Im Dschungel. Los geht's. Gut, mit denen soll man reden. Ja, wir brauchen Lulle von Liebe, ist schön. Ich würde gern, wo könnte ich denn, würde ich gern hin? Zu überwucherten Ruinen. Und da muss ich ja mal hoch. Genau, da ist ja auch ein Weiser. Dieses rote Schwein oder so. Hey, da ist Rosiotti. Wenn diese Pinguin, jetzt geht das Pinguin davor, Alter, ich glaub's nicht. Ja. Jetzt der Pinguin davor, ich kann nicht mit dir reden. Ich heiße Ron. Ja, geh doch dann weg, bitte. Was ist denn das jetzt? Ey, das ist doch nicht wahr. So. Ich bin Bud. Ja, kennen wir das ja schon. Hallo, Bud. Die Luft ist erfüllt von der Mana-Energie. Ich verbanne alle Gedanken aus deinem Herzen und spüre, wie das Mana dich durchströmt. Danke, Rosiotti. Das ist mein Wald. Du kannst dir alles nehmen, was du brauchst. Ja. Das ist ein Wald. Ja. Im Feenwald will ich eigentlich nicht. Nee. Nicht in den Feenwald. Jetzt muss ich hier wieder raus. Und stell dir vor, ich müsste jetzt die ganze Zeit auch noch hier gegen Gegner kämpfen. Boah. Also da bin ich jetzt echt froh, dass wir das so machen. Ich bin eigentlich kein Freund davon, das auszuschalten, aber ich kann... Nee, hier bin ich falsch. Aber... Was soll ich mal sonst machen? Was geht denn nicht anders, ne? Wir werden ja in 100 Parts noch nicht fertig. Nee, Feenwald ist falsch. Nee, hier ist auch falsch. Muss nur die anfangen... Das ist halt auch so ein wildes Gesuche. Ich hasse das, Alter. Feenwald! Ich will nicht in den Feenwald! Ich will zum Anfang des Dungeons. Alter, ich brauche unbedingt eine Karte. Ich glaube nicht, dass wir hier durch müssen. Laubgarten. Oh nö. Ich muss tatsächlich auch noch echt gegen Gegner kämpfen. Oh. Ja, ist gut. Warum auch immer. Aber hier sind wir falsch. Oh, ich bin froh, wenn die Quest vorbei ist.
Südlicher Dschungel. Ich weiß echt nicht, wo ich hin muss. Ich weiß den kleinen Weg nicht. Ja, aber hier bei den 3:3 Zombies wäre falsch. Das weiß ich. Weil ich da noch nie war. Da muss es ja falsch sein, wenn ich da noch nie war. Aber kann mich jemand hier mal zurückschicken oder so? Machen die das? Ich werde bisher Geschwindigkeit kennenzulernen. Ja. Nee, schick ja nicht zurück. Oh, ich hasse sowas. Boah. Nee, du kannst das Revier sind einfach auch falsch. Ich weiß wohin, ich weiß nicht, wo lang ich muss. Ja, dann gehe ich halt da vorbei. Ist doch falsch. Hä? Nee, hier ist richtig, aber ich. Hä? Wie komme ich da die ganze Zeit nicht hin? Was für ein Murks ist das hier, Alter? So, Poki haben wir schon. Jetzt müssen wir Ulborn treffen. Ulborn. Ulborn. Und der befindet sich in der Unterwelt. Ja, gehen wir dahin. Oh, das war wieder so ein ewig langer Weg. Hey. Ja, ja, komm. Scheiße. Ja. Ich muss mit Bud da rein. Oh, ist das eine Quest, ey. Gottes Willen. Ich sitze hier auch im Zimmer, irgendwie ist sau warm. Ja, ja, komm. Ich kann mein Schicksal hier drin. Ist mir egal. Bud, du musst mit. Ja. Ich hoffe mal, dass ich diese Quest, die anderen Weisen, die ich noch mal begegnen muss. Weh, ich muss da noch mal hin. Dann mache ich die Scheiße aufspringen, Alter. Absolut kein Bock. So, Unterwelt. Dann da rein. Ich habe Angst, dass wenn ich jetzt Nein sage, dass er mich da wieder rausschmeißt. Ich weiß es nicht. Okay, doch nicht. So, erste Ebene. Jetzt soll ich nach links. Ich muss ein bisschen nach Guide gucken, weil das ist mir zu doof hier. So, nach links. Jetzt hier oben rechts. Und nochmal. Und jetzt hoch. Nochmal hoch. Das ist wie vorher, ne? Dann da lang. Genau hier. Unten links. Ja, ist genau derselbe Weg. Und weit nach rechts. Was hier? Und dann hier, ne? Genau. Hey, das ist Ulborn. Ja, dann reden wir mit ihm. Ich bin Bud und ich, ja, damit ich mein großer Zauberer werde. Hallo, Bud. Wisse, dass du alles tun kannst, was du möchtest. Und vergiss nie, dass du ein Mensch bist, wie wir alle anderen auch. Danke, Ulborn. Ich bin Ulborn, Wächter der Unterwelt. Schön. Die Unterwelt ist richtig, ich kann dir den Weg weisen. Wo soll es hingehen? An die Oberfläche, bitte.
Spring so weit ich kann, aber dann bist du auf die allein gestellt. Befehl von Ulborn. Ja, von mir aus. Erste Ebene. Hi. Willst du gehen? Bring mir bitte eine Oberfläche. Kein Problem. Es brennt nur am Anfang ein bisschen. Ja. Na gut. Raus hier. Komm. Der ging zum Glück schneller als gedacht. Okay. Jetzt sollen wir zu den Gattgrotten. Und ich hoffe mal, dass das der letzte ist. Diese Quest ist so schlimm. Boah, stell dir mal vor, überall wären noch Monster mit zwischendrin kämpfen oder so. Der Part würde locker, der würde explodieren. Ja, wir sollen zum Tempel der Heilung in der Nähe. Hey, das ist Selva. Ach, dieses Ding da oben, ja, stimmt. Ich bin Bud, ich reise durch die Welt und höre die Weise zu, damit ich mein großer Zauberer werde. Hallo, Bud. Kinder stehen immer am Rande der ich kann einfach sprechen verlernt. Kinder stehen immer am Rande der turbulenten Geschichte. Aber sie sind kreativ und überlegen, wie man die Fehler der Erwachsenen wieder gut machen kann. Deine Kindheitserinnerungen werden dir deine gesamte Zaubererkarriere über den Nutzen sein. Danke, Selva. Fürchte dich nicht vor der Zukunft. Bald wird der Fluss der Zeit eine andere Richtung einschlagen. Alle Geschöpfe werden frei sein. Ist das so? Gut. Denk mal, da haben wir mit allen geredet. Mit Poki hatten wir schon mal geredet. Also brauchte ich nicht nochmal mit ihm reden. Wir mussten einmal mit Poki reden. Ihr erinnert euch. Ihr erinnert euch hoffentlich. Mit Poki haben wir schon einmal geredet. Falls ihr nicht wisst, wo Poki ist. Der ist bei den Zwergenminen hier. Da, bei den Ulkaminen. Da ist Poki. Also falls ihr noch nicht mit Poki gesprochen habt, der ist da. Ich habe keine Lust, mit Poki jetzt zu sprechen. Das ist mir ein merkwürdiger Vogel. Stark! Ich habe allen sechs Weisen gesprochen. Freu dich. Habe ich gern gemacht. Die sieben Weisen. Oh Gott, ey. Eine fürchterliche Quest, das sage ich euch. Gut, aber was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass wir ist den Kaktusfratz melden. Der möchte über alles und jeden Bescheid wissen. Das ist das A und O, das Wichtigste. Das Wichtigste in diesem Spiel. Kaktusfratz. Hey. Der siebte ist ein Mädchen. Ist das so? Wahrscheinlich, achso, ja, der siebte, wo, da wurde jemand, genau, das sind jetzt sechs Waisen und der siebte wird gerade erkoren oder so. Und das ist diese, ich habe Mathilda, glaube ich, hieß die. Die sollte jetzt zum siebten werden, ne? Kann das sein? Ich glaube, das war so irgendwie, ne? Da ist die sieben Waisen. Der kleine Junge hat sechs der sieben Waisen getroffen, aber warum gibt es nur sechs Weise? Haben sie den Namen ausgesucht, weil er gut klingt? Vielleicht haben sie sich verzählt. Das kann angehen. Ist nicht einer der sieben Weisen. Ach Gott, ich will da noch nicht hoch, Alter. Das passiert mir so oft. War das nicht so, dass einer der sieben Weisen gestorben ist? Ich bin mir nicht mehr sicher. Naja, wie auch immer, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Kommentar und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Schreibt mir gerne, wie ihr die Quest fandet. Ciao. Ich muss die Monster wieder einstellen.